Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen Armored Core heute mal anzocken. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das jetzt hier, also ich war noch nicht im Spiel. Also habe noch nicht gespielt, aber im Menü. Und habe auch HDR-Einstellungen vorgenommen. Das Spiel hat HDR, hat Raytracing, zeige ich euch auch gleich. Aber um zu diesem Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin, mit neuem Spielsystem, hast du nicht gesehen. Wenn ihr von hier aus X drückt, ich habe extra jetzt hier ein paar Mal gemessen, rund eine Minute. Wenn ihr ins Spiel ganz normal reingeht, kommt erstmal hier beliebige Taste drücken. Und von beliebige Taste bis zu dem Bildschirm, was ihr jetzt seht, dauert es im Schnitt, das ist unterschiedlich, habe ich gemessen, zwischen 20 bis 30 Sekunden. Da habt ihr oben rechts in der Ecke Serveranmeldung, hast nicht gesehen, Anmeldung. Also eine Minute, bevor man hier ist, finde ich schon ein bisschen lang. Und ich habe mich auf Armored Core gefreut. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe das erste habe ich gespielt auf der PS1 damals. Das ist ja auch von den Souls-like-Machern, kennen ja viele. Aber ich bin ja nicht so der Souls-like-Freund. Ist mir zu schwer. So, bei Grafikoptionen habe ich HDR eingeschalten. Gilt natürlich nur für HDR-kompatible Bildschirme. Ist klar, mein Bildschirm ist HDR-kompatibel. Nichts machen, also kein nichts. Hier kann ich auch nichts, obwohl er sagt, ich kann das hier einstellen, die Bildqualität. Und Raytracing habe ich auch angemacht. Wenn es aus ist, könnt ihr hier unten noch die Qualität ändern. Sobald Raytracing an ist, könnt ihr da nichts mehr ändern. Ich habe bei den Audio-Einstellungen habe ich auch ein bisschen was geändert. Da habe ich Gesamtlautstärke auf 9, das war auf 7. Musik habe ich auf 4. Effekte auf 7 gelassen und Sprache habe ich einen Punkt höher gemacht. Also ich höre es auch ganz gut. Ich habe auch gerade schon 2-3 Testaufnahmen gemacht. Ins Menü rein und das hat sich auch alles sehr gut angehört. Auch mein Mikrofon ist nicht mehr doppelt drin gewesen, weil mir wird das Mikrofon hier doppelt angezeigt. Einmal als Standard und einmal wurde es hinzugefügt. Also ich habe keine Ahnung, was mit der Software hier los ist. Aber es ist jetzt nur einmal da. Also angehakt, sollte diesmal alles wieder schön und reibungslos funktionieren. So, dann würde ich sagen, wir starten mal. Wir lassen die Gesamtlautstärke und so, da lassen wir alles so. Ich gucke nochmal nach. Wir können ja hier das Game hier auch mal auf die Hälfte setzen. So. Ich denke mal, das ist zu laut. Wir machen das mal wieder auf die Hälfte runter. So. Sollte eigentlich alles okay sein. Regional. Ich will doch gar nicht, ich will einfach nur Story. Sprachchat deaktivieren. Spielername anzeigen. Na, machen wir Pilotennamen. Weltweit. Weiter. Pilotenname. Natürlich. Odin. Also ich hoffe, dass es so wie damals ist, dass du dir den Mac komplett anpassen kannst. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Schade. Walter, verified. Activating cerebral choral control device. Augmented human C4621 has awakened. Ist ja schade, dass es wieder Englisch ist. Ich hab gehofft, dass es vielleicht Deutsch ist. Time to get to work, 621.
down your entry capsule on my signal. Also damals war es so, wenn ich mich noch recht erinnern kann, zur PS1-Version, die Menschen leben im Untergrund, also unter der Erde, und oben auf der Erde leben dann halt die Konzerne, die den Planeten ausbeuten. Und wir mussten dann halt Aufträge für die machen, die halt auch nicht immer politisch korrekt waren. Also manchmal musste man einfach auch irgendwelche Kolonien auslöschen. Weil man ist ja auch nur eine Söldnereinheit, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Aber das Anpassungsmenü war damals für damalige Verhältnisse richtig geil. Du konntest den Mac komplett selber zusammenbauen, konntest die Farben einstellen. Und vor allen Dingen das Geilste war ja daran, du musstest aufpassen, wenn du halt zu sehr Panzerung gemacht hast, ist er halt zu schwer geworden. Zu leicht war auch nicht gut und du musstest die Munition einzeln bezahlen. Und wenn du halt eine Mission gemacht hast und gescheitert bist, dann warst du dann halt pleite und dann konntest du ins Minus gehen. Dann hast du erstmal ewig zu tun gehabt, das Minus wieder aufzuarbeiten. Die Grafik sieht geil aus. Ist ja auch schon ewig her, wo ich Armor Core gespielt habe. Das ist ja wie gesagt Teil 6 jetzt. Main System activating combat mode. Okay, X ist fliegen. Ah, Boost, okay. Okay, die Steuerung ist eigentlich ganz okay. Mach ich meinen Tank leer. So wie damals. Clear out those guard mechs. Perfect chance to test your AC. Ah, die Steuerung geht gut, also steuert sich eigentlich ganz gut. Zielhilfe mit R, okay. Entschuldigung, trockenen Hals. Reparatur, okay. Your AC is taking damage. Patch it up. One repair kit remaining. Okay. See the contaminated city down there. That's where you're landing. Access the catapult. Thank you.
Also die Einführung ist schon recht geil. Time to fly, 621. If we get our hands on Rubicon's coral, we'll make a killing. Plenty for a merc with a fried brain like you to buy their life back. Also wieder Söldner. Die Grafik vom Neck sieht echt cool aus. Wie es herumgeht. Oh. Ja, die Bäume ein bisschen. Aber scheiß da drauf. Oh, wenn man den jetzt auch noch geil anpassen kann, ey. Turbo Boost. Wieso kann ich denn nicht mehrere markieren? Abgeschlossen. This one's already expired. Keep looking. Schade. Ich habe gedacht, den kann ich auch ausschalten. Mann. Analyzing. Hier könnt ihr mal sehen, hier zum Beispiel, das sind Hochhäuser. Die schon über. Na gut, die sind ein bisschen überflutet, aber. Mein Mac ist so etwa 3 Stockwerke mit Raketendingen, vielleicht 4 Stockwerke hoch. 1, 2, 3, 4.
Da noch einer. Da. No repair kits remaining. Ja, kann man hier auch gerade kaputt schießen? Ja. Coole Sache. Da ist die Zone zu Ende. Ah, da sind mehrere. Stop on the Schneider on the move. Corp AC. Wait. Is that an independent? Destroy it! You're outnumbered, 621. Use your missiles. Daten holen. Da sind auch noch welche. It's still valid, but the pilot's rank is no good. We can't use this. I picked up one more wreck, 621. Transmitting marker. Go and check it out. So, nächsten Daten. Von seinem Scheiße. Ich da eigentlich nicht so justieren können jetzt hier. Boah, scheiße. Scheiße.
Ah, scheiße, jetzt bin ich hin. Mist. Der war schon im roten Bereich. Das sah doch ganz gut aus. Ich habe auch nichts an Medikits gehabt. Medikits heißt das ja nicht. Heißt das der Reparaturpakete. That's it. Try accessing the rack. Scheiße. AP at 50%. Wo ist er denn hin? 2 repair kits remaining. Viel verbraucht. AP at 30%. Gut, das war keine gute Strategie. Ich habe jetzt am Anfang zu viel eingesteckt. Now.
repair kits remaining. Mist! Oh, ich habe ihn schon fast runtergehabt. Ausweichmanöver in der Luft aus, indem du Turbo Boost nutzt. Ja, das habe ich ja gemacht. Habe ich. Der hat aber auch abnormal viel Kraft. Und Schild, der Idiot. Scheiße. Alter, leg mich doch am Arsch. Habe ich hier vielleicht irgendwie ultra schwer eingestellt oder so? Zielhilfe ein Typ, Waffen automatisch.
Okay, nochmal neu starten die Mission. Also nicht Mission, aber am Kontrollpunkt. Try accessing the rack. Müsste ich auch mal nehmen. Dieses Schwert hatte ich auch nicht. Dann werden wir mal versuchen. Gut, das klappt nicht wirklich. Ja, du Kunde. Yes! Aber auch knapp gewesen. Ich habe kein Repair-Kit mehr. Abgeschlossen. Na, geht doch. Und eine Trophäe so gekriegt.
Gesamtfortschritt 1%. Einnahmen 88.102. Munition 26. Ja, ich habe zu viel Munition verbraucht. Reparaturkits. Ich weiß jetzt nicht, zählt das jetzt pro Durchgang? Also immer wenn ich wieder zurücksetze, läuft mir das dann, also sage am Kontrollpunkt neu starten. Kommt das denn immer oben drauf bei dem? Oder ist das halt nur von Anfang bis zum Kontrollpunkt und ab dem Kontrollpunkt dann jedes Mal weiter? Coral, a sublime substance. Discovered on Rubicon, a planet on the frontier of developed space. For a time, Coral was a revolutionary energy resource and data conduit, poised to transform human society by leaps and bounds. They called it the Fires of Ibis, a storm of flame that tore through the stars, leaving lethal contamination in its wake. Coral, the kindling, was thought to have been utterly consumed, forever lost. However, on Rubicon, the embers continued to burn. Also wir sind nicht mehr auf der Erde, wir sind jetzt auf Rubicon oder so. Ich kann mich nur an den allerersten erinnern, den ich auf der PS1 gespielt habe. Ich habe danach auch nochmal Armor Core gespielt. Aber fragt mich jetzt nicht, welche Teile das waren. Also alle sechs habe ich nicht... Oder habe ich alle sechs? Nein, alle sechs habe ich nicht gespielt. Registration Number RB23. Call sign Raven. Authentication complete. Removing MIA status. Restoring access privileges. This is Allmind, the mercenary support system. Welcome back, Raven. Ich denke, ich bin Odin. Ihr habt doch Odin gesagt. Wieso sagt der Raven? Looks like you passed the authentication. Raven, that's who you are now. You're on Rubicon. Ach so. Ja, wie heißt ich heiße Raven auf Rubicon. Ganz toll. Also es ist im Prinzip egal, welchen Namen wir am Anfang eingeben. This notification follows restoral of access privileges. Allmind provides a comp. Your license was in a suspended state. Perhaps you may need a refresher. As an added incentive, completion of the exercises will be rewarded with and you stand to benefit regardless. Zugriff. AC-Design. Okay. Ich will da was anbringen. Nee, Wicht. Generator geht ohne unten. Ich habe jetzt die Arme. Die machen auch wieder mehr Gewicht. Ne, die gehen vom Gewicht dann nach unten. Gewicht ohne.
auch noch weiter nach unten. Da habe ich nichts. Oh, so ja, die Lackierung können wir machen. Alle Einheiten, Hauptteile. Nebenteile. Ich mach mal erstmal so, das sieht zwar kacke aus, aber egal. Nur, dass ich durchsehe, wo was ist. Die würde ich jetzt
Wem konnte ich das dann noch vernünftig steuern? Ich will da einen Grauton haben. Ich will da nicht ganz schwarz. Und nicht ganz ein helle. Ja, das ist so, so ein Grauton will ich da haben. Hellere Grau nehmen, aber auch Glanz. Oder wir können ja eigentlich, warte mal, wir können ja eigentlich Feuerrot nehmen. So, haben wir so ein paar Akzente. Optional. Sind die Lenke, die machen wir so halbgrau. Das ist das. Das können wir ja mal rot machen, wie es aussieht. Oder weiß. Aber auch so halbgrau, so ein helles Grau. Das will ich definitiv rot haben. Schwarz mit roten Akzenten. Ja, das sieht doch ja auch nicht mal so schlecht aus. So, Hauptwaffe. Die machen wir dann einfach mal. Ein dunkleres Grau. Das machen wir ein noch dunkleres Grau. Das ist das da. Ach, das ist da oben auch. Oh, das auch so in weiß. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Schwarze-rote Kombi ist immer gut. Mit bisschen Grau. Jetzt kannst du so ja nur den Kopf anpassen hier oder was? Leck mich doch am Arsch. Das ist ja geil. Aber mit dem Kopf finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht mit dem Rot. Könnte man vielleicht doch noch ein bisschen bündig heller. Nicht so so.
Okay, da ist ein Rot. Nee, das muss definitiv rot leuchten. Verwitterung lassen wir mal hier auf. Auf mir gefällt er. Vielleicht doch ein bisschen zu viel Rot. Ein bisschen, ja, mit dem Glanzeffekt kommt euch ganz gut. Man hätte vielleicht noch ein bisschen Grau mehr drin machen können. Aber bis jetzt bin ich zufrieden. Da lassen wir auch mal blaue LEDs. Ah, das. Achso, das ist die zweite, der zweite Raketen, den habe ich ja nicht. Ah, doch, bin ich zufrieden. Änderung, speichern und behalten. Bin ich zufrieden. Sticker. Dann können wir auch noch Sticker hochballern. Kopf. Sticker. Ebenen. Ach, da kannst du wieder. Oh Gott. Da kannst du ja wieder austoben hier, ey. Kann man das auch größer machen? Sticker anzeigen. Ach, größer hier. War denn da alles schön? Was haben wir denn? Da können wir uns ja austoben. Haben wir so viele schöne Sachen. Wir nehmen das.
wie war denn jetzt? Der ist ja da oben in der Schräge. Langgezogen, ne? Kann ich hier nicht kopieren irgendwie?
So, jetzt könntet halbwegs hinhauen. Geht's da oben lang bis nach hinten? Das sieht doch ganz gut aus jetzt mittlerweile, aber das ist hier unten noch nicht so. Vorne halt ein bisschen doof, aber wir können ja noch eine Ebene einführen. Kriegen wir die Kanten kaschiert. Thank you.
Was haben wir denn noch hier Schönes? Die Abschüsse haben wir jetzt auch.
Alter, ich nehme schon eine Stunde 18 Uhr vor, ey. Die Zeit war hier zu schnell. Ich muss jetzt hier überspringen. Ja, das ist okay. Ich hab ja auch nichts Neues, was ich machen kann. Ich brauche erstmal neue Teile. Auch mal überspringen. Wenn mal gucken, ob man die Sticker jetzt auch sieht im Spiel. Habe ich ein bisschen lange gebraucht dafür. Ich habe mir auch nicht erwittert gesagt. Oh, geil. Und mit dem Glanzeffekt kommt echt gut rüber. Hätte ich vielleicht so. Oh, auch der Gesicht vorne drauf sieht gut aus. Gut, mit der Karte, naja, gewöhnungsbedürftig, könnte man aber nochmal ändern. Geile Sache. Remaining.
10%. Scheiße. Wo war der denn noch? Ich habe nicht mal einen Kontrollpunkt starten. So, machen wir erstmal beenden. Ich bin ja schon hier bei 1 Stunde 24. Fast 3 Stunden. Ich bin nur bei 2 Stunden, wenn ich so weitermache. Oh Gott. Es macht Spaß. Es ist bockschwer, aber es macht richtig fett Gaudi. Richtig geil. Ah gut, die Glanzeffekte könnte man vielleicht doch noch ein bisschen runterschrauben, wenn ich das so sehe. Aber diese schwarz-rote Kombi und so sieht geil aus. Also mir fällt's. Vielleicht ein bisschen viel Aufkleber, müsste ich noch mal ein paar abmachen. Na, aber für das erste Mal ganz gut, würde ich sagen. Wie gesagt, 4K HDR. Raytracing wird auch unterstützt. Ich lade so wie es hoch. Könnt ihr natürlich auch nur sehen, wenn ihr an einem 4K HDR-fähigen TV-Gerät, PC-Bildschirm oder Handy, was auch immer, was das auch unterstützt. Ja, sonst wird, wenn ihr nur einen Monitor habt mit 1080p, wird euch auch natürlich hier bei YouTube nur 1080p angezeigt. So, ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn ihr noch Fragen habt, unten in den Kommentare. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.